Deutschland in der Spargelkrise. Das ist meine Chance, systemrelevant zu sein. Und außerdem bin ich gerade ziemlich pleite und brauche dringend Kohle. Und so schwer wird's ja wohl nicht sein. Hallo, ich bin der Lutz. Ja, schön, Lutz. Ich bin Herr Kisters. Ja, Herr Kisters, es freut mich. Ich will helfen. Ich will auch Spargel stechen. Aha. Und ich sag mal, kann ja nicht so das große Problem sein, oder? Die Leute stellen sich ein bisschen an. Was wollen Sie mit der Gießkanne hier? Ich dachte, dass man ein bisschen gießt. Vor dem Stechen. Ja, dann halt wo kommen Sie her? Aus Köln. Haben wir gedacht. Ja, und wie stellen Sie sich das vor? Also, ich gehe jetzt erstmal da ganz vorurteilsfrei ran. Also, ich habe mich jetzt auch nicht groß vorbereitet. Merken Sie sich einen Satz. Der Spargelstecher sticht Spargel mit dem Spargelstechmesser und legt den gestochenen Spargel in die Spargelstechkiste. Der Spargelstecher sticht den Spargel mit dem Spargelstech. Der Spargelstecher sticht den Spargel mit dem Spargelstechmesser. Veronika, weiß oder grün, lass ihn in heißem Wasser ziehen. Sogar der Großpapa fragt seine Großmama. Ach, ist noch was vom Spargel da? Spargel ist das hier, ne? Weißt du, wie der aussieht, ne? Ja. Ja, magst du Spargel? Ja, vor allem die Köpfchen. Ich mag am liebsten immer die Köpfchen, den Rest schmeiß ich weg. Hast du zu viel Geld? Also vor Corona hatte ich doch zu viel Geld. Also. Jetzt esse ich auch den ganzen Spargel. Okay. So, wo ist hier in diesem Gebiet? Wo steht hier Spargel? Ja, gar nicht, ne? Ist einfach Dreck erstmal. Tomaten auf Augen. Der Spargel, der hebt in einer gewissen Form den Boden an. Und das geübte Auge sieht das. Ich behaupte, ich sehe Spargel, der ist 5 cm unter der Erde. Unsere normalen polnischen und rumänischen Mitarbeiter, die können das auch. Das über der Erde stechen, wie du das vorhin gemacht hast, kann jeder. Das ist wie Champignon schneiden. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ja. Aber warum ist das denn so, dass Deutsche keinen Spargel stechen können? Lutz, weißt du, das ist so mit dem Können. Das ist immer so eine Sache. Wir glauben, wir können das nicht. Ja. Wir kommen aus Wohlstandsregionen, wo es eigentlich nicht mehr angebracht ist, in der Nahrungsmittelproduktion zu arbeiten. Gab es schon Deutsche, die jetzt hier hingekommen sind und haben gesagt, ich probiere das mal? Ja. Und die meisten, sind sie noch da? Die meisten sind nach 2 Tagen gescheitert. Echt? Ja. 1, 2, 3. Ja. So, und jetzt hat Messer an den Spargel heranführen. Nah ran, 2 Finger breit. Ja, 2 Finger breit. So. Zack, ja, und ja, raus. Ja, ja, warum und stichst raus? Du denn ja, nicht? Ich stech doch. Ja, ne, du hebelst. Ja, du ist nicht. Doch das Gleiche. Ach, scheiße, schon wieder der mein Kopf. Mein lieber Mann, wenn das die Klöckner sehe hier. Klöckner? Klöckner hat noch nie Spargel gestochen. Jetzt mit Wein getrunken, das ist auch alles. Was macht man denn jetzt in dem Fall? Das Bruchspargel, der kommt auch in die Kiste. Der wird als Bruch verkauft. Den muss man, das Köpfchen muss man ja nicht schälen. Ja, und dann bin ich halt ein Spezialist für Bruchspargel. Du bist ein Bruch, ja, dann bin ich aber. Dann gehe ich mit Corona pleite oder mit dir pleite. Ja. Hallo Leute, ich bin's, der Heute Schuh Meme-Ersteller. Wenn ihr mehr heißen Scheiß und Lied Memes wollt, dann abonniert jetzt den Kanal. Was zur Hölle ist ein Meme-Ersteller?